Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kaltschoss, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession die Mission Itza abgeschlossen und sind jetzt auf Jamaika. Yay! Auf einer idyllischen Insel in der Karibik machen die Wikinger einen Zwischenstopp. Ich würde sagen, starten wir gleich mal in die Mission rein. Der heilige Stein, der Licht und Feuer versprüht. Von nichts anderem hatte der Oberpriester der Apotheken gesprochen als von einem Sonnenstein. Wir waren nur eine Armlänge davon entfernt gewesen, den sechsten Stein zu bekommen. Waren so kurz vor dem Ziel unserer Irrfahrt gewesen. Doch es hatte nicht sein sollen. Odin hatte uns nun für unsere Vergehen bestraft. Nun blieb uns nichts anderes übrig, als nach unseren Kameraden und dem Schiff zu suchen. Im Osten konnten wir bereits das Rauschen des Meeres hören. Auch der Weltnagel hatte die richtige Position. Wenn es Odins Wille war, mussten unsere Freunde irgendwo in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen haben. Da wir uns im Feindesland befanden, suchten wir im Schutz der Nächte den Strand ab. Tagsüber hielten wir uns im Dschungel verborgen, um möglichst nicht von umherstreifenden Maya-Kriegern entdeckt zu werden. Es dauerte fast 2 Monde, ehe Thorfinn endlich in einer abgelegenen Bucht unseren Knarr vor Anker liegen sah. Groß war unsere Freude, als wir endlich wieder mit Thorwald und den anderen vereint waren. Trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, entfachten wir ein großes Freudenfeuer am Strand, um das alle bis zum Morgengrauen tanzten und feierten. Vater berichtete den anderen von unseren Abenteuern, die wir während der langen Reise erlebt hatten. Von den Gefahren und den Schlachten, die wir bestehen mussten. Und Großvater zeigte Thorwald voll Stolz die Sonnensteine, die wir erobert hatten. So ging es, bis der Morgen dämmerte. Danach wollten wir aber keine Zeit mehr verlieren. Sobald die Flut günstig war, stachen wir in See, Kurs Richtung Norden, den Apotheken hinterher. Die Strömungen der See waren gegen uns. Unser Schiff nahm kaum Fahrt auf, und viele Tage kreuzten wir vor der Küste, ohne unserem Ziel näher zu kommen. Als unsere Vorräte bereits knapp wurden, blähte ein frischer Wind die Segel und brachte uns zu einem kleinen Eiland, an dem wir landen konnten. So, und damit kann ich widersprechen. Ja, wir sind in Jamaika, der, wenn ich es richtig weiß, vorletzten Mission. Und wir haben viel zu tun. Wir sollen Nahrung herbeischaffen, was weniger aufwendig ist als andere Sachen. Und wir uns deswegen schon mal gleich an die Arbeit machen. Tiere gibt es hier mehr als genug. Birkensträucher ebenso. Und ja, sobald Björni, wo er auch immer gerade ist, ernsthaft, wo ist unser Björni? Da ist er. Wird er zum Kundschafter erst einmal. Wobei, erst einmal, eigentlich sollte er Farmer werden. So, hier gibt es Holz. Goldnuggets gibt es da oben zwar auch, aber brauchen wir nicht so wirklich. Wir brauchen nur eine vernünftig laufende Bauernwirtschaft. Holz und Jagd. Vielleicht Steine noch. Und Lehm, wenn wir Lehm finden. Na gut, Lehm gibt's hier oben, ja.
So, das heißt, wir stellen schon mal Gabelbart als Jäger. Bauen auch gleich schon mal eine Schule. Von mir aus hier etwas abseits. Und ja, ich weiß nicht, ob es was bringt, Fische zu fangen. So, Lotgolf, du wirst unser Holzfäller. Und Bjarni müsste bald erwachsen sein und unser Farmer werden können. Während die Schule bauen. Nö, die Farm ist hier in Ordnung eigentlich. Wir können hier unten ein bisschen Holz wegmachen, also die Mühle daneben bauen und hier unten das Holz wegmachen. So, Bjarni ist erwachsen. Und halt zwei Bäckereien errichten. Also hier die Mühle hin, hier irgendwo den Brunnen hin. Und hier direkt neben das Hauptlager dann hier Bäckereien. Und auch hier oben ein bisschen das Holz wegmachen und da dann den Töpfer hinmachen. Also Lebenssammler hier oben, weil hier scheint es Leben zu geben. So, wer wird jetzt mein Speer? Du. Also mein Kundschafter. Gut, du hast schon mal den Jäger erfunden. Das ist immer gut. Nein, halt nicht du. Du bist mein Kundschafter. Aber du kannst heiraten. Du kannst heiraten. Und du kannst heiraten. Und wo ist der gute Sven? Ströder, Ansgar, Haftgrim, Sven. Heiratest auch. Gucken wir uns erstmal da oben um, ob da genug Lehm ist. Also ja, wir haben jetzt noch zwei unverheiratete Frauen. Drei sind verheiratet. Unverheiratete. Kundschafter, Holzfäller. Ich wollte, dass du heiratest, bitte. So, unser Farmer soll ruhig weiterarbeiten. Da gucken wir mal. Wir haben noch 5 Bauarbeiter, das heißt, 3 davon können wir noch sicher in unsere Abläufe verarbeiten. Ja, hier oben ist sehr viel Lehm. Das heißt, das Lehmarbeiter zählt hierhin. Yo.
Und solange es genug Nahrung gibt, ist alles gut. Und ja, zur Not kann ich auch noch meinen Kundschafter umstrukturieren. Oh ja, neben den Lehmarbeiter passt doch super das Steinmetz. Und dann hier unten das Wohngebäude. Oh, hier gibt es noch jede Menge Treibgut. Holzfäller erfunden, ist auch gut. Das heißt, wir können die Werkzeugschreinerei als nächstes in Auftrag geben. Und ja, da wir... Sehr gut, du hast den Farmer erfunden. So, Brunnen. Von mir aus hierhin. Mühle. Ja, Mühle hierhin. Wo ist jetzt mein Kundschafter? Da. Okay, es würde hier auch Fische geben. Ich könnte also theoretisch angeln. Fischerzelt. So, Ströer und Sven bleiben. Bauarbeiter. Na, ich lasse erstmal die Gebäude bauen, das ist wichtiger. Du musst dann demnächst mal was essen. Schicke ich dich zurück zu den Bärensträuchern, dass du dir da den Magen vollschlägst, bevor wir dann die Insel weiter erkunden. Oder ich schicke dich zu den Bären da. Ja, hier oben sind auch Bären, gut. Also ja, Nahrung gibt es hier reichlich. Mein Ziel ist es halt, 200 zusammenzukriegen. Zum Glück scheint da jegliche Nahrung zu zählen. Also ja, da ich so viele Bauaufträge gegeben habe, gerade ziehe ich keine Bauarbeiter ab, bis nicht alles gebaut ist. Hier wären Schafe, die bringen mir allerdings nichts. Ja, Jäger kriegt noch eine Schusterei. Hier müssen die Bäume dann ein bisschen weichen und hier auch für die Bäckereien später. Oh,